So, hallo zusammen. Heute gibt es ein Business-Porträt und zwar mit Manuela Nachtmann. Ich habe ja beim Kongress Business-Porträts verlost. Manuela hat eins gewonnen, was mich natürlich total freut, weil ich eigentlich eh neugierig bin, was sie denn genau macht. Weil ihr Claim mit Pferden stärken und dann habe ich noch im Hinterkopf so ein Woman Power Seminar und das Ganze mit Pferden zusammen. Das interessiert mich natürlich sehr. Liebe Manuela, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Und was gibt's von deiner Seite aus über dich zu sagen? Hallo Regina, hallo Mädels, die ihr das jetzt seht. Ich nehme mal an, dass es meistens Mädels sein werden. Wenn Männer dabei sind, auch an euch ein herzliches Hallo. Erstmal ein ganz, ganz großes Danke, Regina, dass du es mir ermöglicht hast. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich das gewonnen habe. Was gibt es über mich zu erzählen? Es gibt über mich zu erzählen, ich versuche die Kurzversion, dass ich zeitlich denken kann, Pferde liebe, dass ich Menschen sehr liebe, dass ich die Arbeit mit Menschen sehr liebe, dass ich ein großes Interesse daran habe, Menschen in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und voranzubringen. Und dann war es naheliegend, mich vor ungefähr 2 Jahren zu fragen, was will ich wirklich, wirklich in meinem Leben? Worauf habe ich Bock? Was ist mein Herzensprojekt? Und vor allem, was ist auch total sinnvoll, also in meinen Augen, eine sinnvolle Tätigkeit? Und so bin ich zu pferdegestützten Coaching gekommen und habe verschiedene Ausbildungen gemacht, unter anderem zum Horse Assisted Coach, sodass ich diese Dinge, die ich liebe und die Tiere und Natur und Menschen miteinander vereinen kann. So bin ich bei den pferdegestützten Seminaren gelandet. Ja. Cool. Sehr schön, sehr schön. Du hast deine Pferde bei dir? Das ist eine spannende Frage, weil tatsächlich habe ich nur ein eigenes Pferd. So, das bedeutet, wenn ich Einzelcoachings mache, Menschen kommen ja mit unterschiedlichsten Themen zu mir. Ich sage, es gibt kaum ein Thema, das ich nicht in einem Coaching mit dem Pferd bearbeiten kann. So, wenn ein einzelner Mensch kommt, dann mache ich das mit meinem Pferd, das ich habe. Und wenn ich Seminare gebe, dann buche ich mir ganz tolle Reitanlagen, wo ich die Anlage nutze und auch die Pferde, die vorhanden sind. Also das sind 2 verschiedene Anlagen bis jetzt. Und auf der einen in der Nähe von Stuttgart ist so ein Schwerpunkt. Ich kenne die Pferde seit Jahren. Mit denen habe ich selber meine Ausbildung gemacht und mit denen lässt sich's einfach ganz zauberhaft arbeiten. Ja, aber ich buche mir wirklich die ganze Reitanlage, um eine coole Location auch zu haben und ein Dach über dem Kopf, wenn es mal draußen kälter ist. Ja, das ist ja total cool. Das heißt, du kommst raus, die Leute kommen raus und ihr trefft euch an einem neutralen Ort. Sehr, sehr schön. Und du hattest letzte Woche erst eins deiner Woman Power Seminare. Ja, das hat. Genau. Darf ich fragen, es war letztes Wochenende, ne? Darf ich fragen, was man sich darunter vorstellen darf oder was ich mir darunter vorstellen darf? So, ich versuche das mal in Worte zu fassen. Woman Power, worum geht es mir? Erstmal, wie der Name schon sagt, geht es mir darum, ein Seminar nur für Frauen anzubieten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Männer mögen mir das jetzt nachsehen, das ist nicht wertend gemeint. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Frauen unter sich sind, 1 oder 2 Tage, dann hat das Ganze eine andere Energiequalität als in gemischten Gruppen. Und wenn Frauen unter sich sind, fällt es viel leichter, sich zu öffnen und über Themen zu sprechen, die sie wirklich berühren und um die es wirklich geht. Und deshalb ist es mir ganz wichtig gewesen, eigene Woman-Power-Seminare anzubieten. Power deshalb, weil ich wirklich möchte, dass die Frauen in ihre Kraft kommen, dass sie ganz viel über sich rausfinden. In meinen Seminaren geht es um ganz viele Themen wie Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, auch Selbstliebe und sich einfach weiterentwickeln zu können, zu gucken, wo stehe ich, was könnten hinderliche Denkmuster sein in meinem Kopf. Und um das alles aufzudecken, nutze ich die Pferde als Co-Trainer. So, soll ich noch erklären, was die Pferde da für eine Rolle haben? Ja, bitte, bitte, gerne. Ich wollte gerade nachfragen, ob die dann der Spiegel sind oder wie. Genau so ist es.
Also das hört sich ein bisschen platt an, das Pferd ist dein Spiegel. Vielleicht haben das auch viele von uns schon mal gehört, aber tatsächlich ist es genau das. Das Pferd spiegelt diesen einen Menschen, mit dem es gerade in einer Verbindung ist und eine Interaktion mit ihm macht, und zwar mit allem. Was meine ich mit allem? Alle Gefühle, Gedanken, Emotionen, kleinste Muskelanspannungen spürt das Pferd, und das kann es deshalb so so grandios, weil wir, wenn wir schauen, wo Pferde herkommen in der freien Natur, dann wissen wir, dass ein Pferd ein Fluchttier ist. Fluchttier heißt, das Überleben eines Pferdes ist davon abhängig, dass es permanent seine Umgebung scannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar in jeder Sekunde des Lebens eines Pferdes kennt es seine Umgebung, weil es könnte ja hinter jedem Fels ein Säbelzahntiger rausspringen. So ticken Pferde, das ist Instinkt, das ist Natur. Seit Jahrtausenden von Jahren können sie nur deshalb überleben. Und das ist diese einzigartige Fähigkeit, die ich in den Coachings und in den Seminaren nutze. Weil das Pferd, meist noch habe ich die Erfahrung gemacht, vor dem Menschen, bevor der im Kopf weiß, worum es gerade geht und was da gerade bei ihm passiert, zeigt das Pferd schon auf, was Thema sein könnte. Durch sein Verhalten, durch seine Reaktion oder auch Nichtreaktion. Es kann ja auch sein, dass eine Übung mal nicht funktioniert. Und das spiegelt das Pferd tatsächlich alles wieder. Deshalb ist das Wort Spiegel treffender, kann man es gar nicht formulieren. Das Pferd, dein Spiegel. Und wirklich von diesem einen Menschen, der gerade mit dem Pferd in Interaktion ist. Mich als Coach blendet es total aus. Es nimmt mich gar nicht wahr, weil um mich geht's nicht. Und das machen die auf eine so sanfte und kraftvolle und weise Art, dass ich jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert bin, was da ans Tageslicht kommt und manchmal auch an Masken runtergerissen wird bei den Menschen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, ist es aber nicht. Weil mein Job ist es ja, eine sehr, sehr wertschätzende Atmosphäre zu schaffen, wo jede, und das sage ich auch immer, ist mir ganz wichtig, wo jede Frau und jeder Mensch so da sein kann, wie er gerade ist. Und da gehört alles dazu. Manchmal gehört Heulen dazu, manchmal gehört Wütendsein dazu. Ganz viel auf jeden Fall gehört Lachen, Spaß und Freude dazu in meinen Seminaren. So. Ich will ja auch was davon haben. Ja, klar. Ja gut, und diese Masken, ich meine, sie sind ja auch eine, für gewisse Zeit dienen sie ja dem jeweiligen Inhaber auf gute Art und Weise. Deshalb sind sie ja, gehen sie ja dann, wenn sie gehen dürfen, sollen, wollen. Ja, das entscheidet der Mensch dann, ich denke, im Laufe des Seminars. Er kann ja jederzeit entscheiden, wenn er rausgeht, ob er die Maske wieder aufsetzen möchte. Die meisten wollen das nicht mehr, weil es geht ja nicht nur darum, rauszufinden, was ist gerade das Thema oder wie könntest du das Thema behandeln oder wie kannst du mit dem Thema umgehen, sondern mir ist immer ganz wichtig, wirklich auch einen, ich sag, alltagstauglichen Transfer zu schaffen. So, woher kennst du das aus deinem Alltag und wofür kannst du es nutzen und wie könntest du es nutzen? Und das kann auch in der Interaktion mit dem Pferd gleich mal geübt werden, geprobt, getestet. Wenn ich mich so verhalte, wenn ich solche Gedanken im Kopf habe, wie reagiert das Pferd denn dann? Dann kann ich so auf ganz spielerische Art und Weise schon Veränderungsprozesse mal austesten. Wenn ich dann nach Hause gehe, dann habe ich einen Anker, das ist mir auch ganz wichtig. Und dann kann ich immer noch für mich entscheiden, was mache ich draus? Mache ich jetzt überhaupt irgendwas draus, weil ich gelernt habe, dass das ein Weg für mich sein kann, oder sage ich, ich lasse es sein? Ich habe noch keinen getroffen, der hinterher sagt, ich lasse es sein, weil da einfach so viel passiert, auch an einem Tag schon. Aber das entscheidet ja jeder für sich. Wer die Maske wieder aufsetzen will, wer das Pokerface dann in der Welt draußen wieder haben möchte, der kann es sich ja wieder mitnehmen. So. Mhm. Ja, klar. Bist du dann, kann man das dann so verstehen, weil ich meine, wenn ich mich jetzt von Pferd hinstelle, ich hatte selber mal ein Pferd, also ich kann ungefähr so ein bisschen die Kommunikation verstehen, aber wenn ich
jemand einfach total unerfahren ist und er stellt sich vor das Pferd hin und agiert mit dem Pferd oder co-agiert mit dem Pferd. Das ist ja nicht zwingend so, dass das gleich auf Anhieb funktioniert. Und es ist ja auch nicht zwingend so, dass diese Frau oder der Mensch, mit dem du arbeitest, gleich mal versteht, was dieses Pferd überhaupt jetzt gerade will von ihm. Also wenn die Ohren aufstellen, Kopf so bewegen. Ja. Bist du dann der Übersetzer oder die Übersetzerin? Ich bin, ja, und tatsächlich ist das Wort, das es am treffendsten beschreibt. Ich sehe mich tatsächlich als Übersetzerin. Es geht vor allem auch nicht drum, und das ist der große Unterschied zur klassischen Pferdewelt. Die Leute, die schon mit Pferdeerfahrung kommen, die können erstmal gar nicht so richtig nachvollziehen, was da passiert oder nicht passiert. Es geht nicht darum, ein konditioniertes Verhalten beim Pferd abzurufen. Also ich möchte nicht sehen, dass ein Mensch in der Lage ist, ein Pferd 2 oder 3 Mal im Kreis laufen zu lassen, weil er halt gerade weiß, wie es geht. Im Übrigen auch die Menschen, die denken, dass sie wissen, wie es geht, da funktioniert es in dieser Arbeit trotzdem nicht. Warum? Weil Pferd und Mensch sich in diesem geschützten Raum, und das wissen die Pferde ganz genau, auf Augenhöhe begegnen. Die begegnen sich als, ich sage immer gern, als Persönlichkeiten. Das Pferd begegnet dem Menschen nicht als Mensch, sondern als Persönlichkeit. Genauso ist es andersrum. Und es geht auch, wie gesagt, nicht darum, ein bestimmtes Verhalten abrufen zu können, sondern es geht darum zu schauen, wenn eine Übung funktioniert, toll, warum hat sie funktioniert? Und das ist alles so meine Rolle. Also übersetzen die Reaktion des Pferdes oder auch wenn mal gar nichts funktioniert, was glaubst du, warum funktioniert es nicht? Kennst du das aus deinem Alltag, aus deinem Business? Was kannst du dir vorstellen, braucht das Pferd gerade, damit es funktioniert? Was brauchst du gerade, damit es funktioniert? Ich sag gerne, da kommen so diese klassischen Coaching-Fragen auch, die ich dann mit in die pferdegestützten Trainings einfach reinnehme. Das alles ist meine Aufgabe. Übersetzen, aber wirklich auch klassisches Coaching und immer den Blick in den Alltag, auch den Transfer in den Alltag zu schaffen. Weil mir ist es ja wichtig, dass die Menschen wirklich was mitnehmen. Ich sage immer, wer zu mir kommt, der hat ganz viel Spaß hoffentlich, aber es geht nicht nur um Pferdeschubsen und es geht auch nicht nur um Pferdekuscheln, sondern es geht wirklich darum, für sich was mitzunehmen. Und das kann ich aus meiner Erfahrung heraus halt besonders gut, wenn ich wirklich weiß, ah, okay, so ist es in meinem Alltag und so könnte ich mich in Zukunft verhalten, damit ich das und das Ergebnis erreiche. Das ist ja im Grunde eigentlich pferdegestützte systemische Aufstellarbeit, wenn man das so will. Kommt da ja mit rein und es geht ja nicht drum, klar, wie du sagst, es geht nicht ums Kuscheln, sondern das ist wirklich Arbeit und ich weiß ja, also so wie ich mich erinnere, ist, die Tiere sind dann echt auch fertig am Abend. Also was heißt fertig im Sinne von, aber das reicht dann auch, ist dann auch gut. Also es ist wirklich Arbeit, es ist wie ein Feld beackern. Richtig, es ist wirklich Arbeit, es macht den Pferden ganz viel Spaß, aber auch für so ein Pferd, es ist Arbeit, es ist auch energetische Arbeit, weil es ist, und Pferde können nicht anders, und das ist auch das Wunderbare, es ist die ganze Zeit präsent und wirklich präsent im Hier und im Jetzt und es nimmt ja die ganze Zeit wahr und es reagiert ja die ganze Zeit, auch wenn ein Pferd vermeintlich nicht reagiert. Es reagiert trotzdem. Es kann ja auch nicht kommunizieren. Und da ist es schon auch mein Job zu gucken, wie geht's den Pferden. Wenn ich mit einem intensiv an einem bestimmten Thema gearbeitet habe, und das findet in meinen Seminaren auch ganz viel statt, dass ich wirklich auch intensiv ins Einzelcoaching reingehe mit jedem Einzelnen und nicht nur in der Gruppe. Die anderen dürfen zuschauen, wenn es mal tränenreich werden sollte. Dann hält man ein bisschen Abstand. Das meine ich alles mit geschützter Rahmen. Auch ein Mensch und ein Pferd mit mir alleine. Und mein Job ist es auch zu gucken, wie geht's dem Pferd nach so einem intensiven Einzelcoaching. Einzuschätzen, hat das noch Lust, hat das noch Energie, mag das noch möglicherweise mit dem nächsten Teilnehmer weitermachen oder hole ich besser ein anderes Pferd. Das liegt tatsächlich in meiner Verantwortung. Ja. Ja. Aber ja, es ist auch für die Pferde Arbeit.
Ja, absolut. Du, und bis zu welcher Gruppengröße arbeitest du? Also jetzt gerade im Hinblick auf, wenn du jetzt Netzwerke oder Kooperationen oder, ich meine, ist ja im Business momentan unglaublich viel unterwegs, dass die Leute anfangen, Kooperationen zu schließen und so. Und das ist ja immer sehr, sehr feine Arbeit. Leute, geht das? Das geht gut. Meine Gruppengrößen sind allerdings maximal 8 Menschen. Und wenn ich 8 Menschen im Seminar da habe, dann brauche ich auf jeden Fall 2 Tage. Weil gerade diese Einzelübungen extrem wichtig sind, weil da eben gerade viel passiert, eingebettet in die Kleingruppe, aber mehr als 8 Teilnehmer. Vielleicht habe ich da auch irgendwie noch ein Brett vorm Kopf, hätte ich jetzt fast gesagt, aber in meinem Verständnis und das, was ich erreichen möchte, funktioniert, wenn es mehr als 8 Teilnehmer sind, einfach nicht mehr auf so einem intensiven und individuellen Niveau, wie ich mir das wünsche. Und das mit den 4 Frauen, das war schon, also wir hätten locker noch 1, 2 oder 3 Tage weitermachen können. Deshalb, wenn es 8 sind, brauche ich Minimum 2 Tage. Und mehr als 8 sollten es dann auch nicht sein. Und auch ganz wichtig, ich habe immer, egal ob es 4 oder 8 oder 3 Teilnehmer sind, ich habe immer eine Trainerassistentin dabei. Die meistens auch eine, die ausgebildete Horse-Assisted Coach ist und einfach so im Hintergrund alles beobachtet, für Sicherheit auch sorgt, mir den Rücken frei hält sozusagen. Also wir sind immer zu zweit. Und ich kann mir auch Kooperationen vorstellen, wo man sagt, okay, wir koppeln mal einen Theorieteil aus, 1 oder 2 Stunden, wo wir das dann nochmal vertiefen. Das kann ich mir alles total gut vorstellen. Also ich liebe Kooperationen. Ich Ja. sehe mich überhaupt nicht als Einzelkämpferin. Will ich Ja. auch nicht sein. Das sind dann auch einfach so, sind dann einfach auch Dinge, die über 2, 3 Tage laufen, so damit es einfach eine Fundierung bekommt, ja, wenn es mehr. Richtig. Du hattest jetzt mit 4 Personen, hattest einen Tag, oder? Das war ein Tag, genau. Das war von den Frauen größtenteils so gewünscht. Ich sage jetzt mal, vielleicht auch aus Zeitgründen, möglicherweise auch aus Kostengründen. Die haben alle 4 gesagt, Mensch, Manuela, ich würde total gerne, kannst du nicht auch nur einen Tag? Weil auf meiner Website standen die Seminare immer mit 2 Tagen und ich habe gesagt, okay, wir sind nur 4, wir machen das jetzt mal einen Tag und die fanden es alle grandios. Ich habe tolle Feedbackbögen gekriegt. Eine hat sogar ein Video im Anschluss daran gemacht, so ein Feedback-Video, wo sie über mich, über meine Arbeit und über das, was da mit den Pferden passiert, erzählt. Wird es bald auf Facebook geben, bin ich mir ganz sicher. Sehr bald, sobald die nächsten Woman Power Termine auf meiner Website stehen, spätestens am Wochenende, weiß ich, wann ich die Reitanlage wieder buchen kann. Genau, und jetzt habe ich vor lauter Quatschen den Faden verloren, aber ich glaube, ich war jetzt schon am Ende, ne, mit dem, was ich sagen wollte. Das ist, du hattest, genau, du hattest einfach gesagt, dass es einfach wundervolle Feedbacks gab und dass dieser eine Tag echt was gebracht hat. Richtig, also definitiv. Ein Tag ist schon sehr komprimiert, aber er ist auch wirklich sehr intensiv. Wir haben allerdings, muss ich dazu sagen, außer Mittagspause, wo wir alle was gegessen haben, haben wir eigentlich keine Pausen gemacht, weil wir so in dem Prozess auch drin waren, jede für sich. Und da passiert in 2 oder 3 Tagen halt einfach noch mal viel mehr. Vor allem, das kennen wir wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, was über Nacht bei den Menschen noch passiert. Wenn so ein Prozess mal angestoßen wurde, da passiert ja über Nacht auch noch mal ganz viel. Mit dem kann ich dann am nächsten Tag noch mal reinkommen, tiefer gehen, weitermachen, einfach noch mal intensiver arbeiten. Also schön sind schon 2 Tage. Ja. Ja. Ja, super. Dann kann man doch nur empfehlen, egal ob du jetzt in dem Team sitzt oder ob du das für dich selbst machen möchtest, oder aber, was ich sage das jetzt mal im Hinblick auf die ganzen Frauennetzwerke, die wir haben und wo der Club ja auch eins davon ist und auch viele Business-Kooperationen, die einfach passieren und die gerade so im Entstehen sind, würde ich mal sagen, das ist feines Grounding, feines Zeug schon mal von Anfang an. Und ich glaube, wir dürfen uns immer mehr darauf auch fokussieren, uns wirklich von Anfang an auf diese Art und Weise auch begleiten zu lassen.
Ja, ob das jetzt Pferde sind oder ob das irgendeine andere Art und Weise der Supervision ist, es ist ganz egal. Aber ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, wenn man weiterkommen möchte oder wenn man kooperieren möchte, da wirklich schon immer für Außenblick mitzusorgen. Was sagst du? Ja, unbedingt. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich hatte es ja auch schon gesagt, also gerade im Hinblick auf Supervision habe ich immer jemanden dabei. Das ist für mich ja auch ein Stück weit Supervision. Einfach jemanden, der mich spiegelt, der mich reflektiert. Zusätzlich zu meiner eigenen Reflexion ist mir das ganz wichtig. Und Kooperationen, ja, ich liebe es einfach, mich mit anderen Menschen auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln. Was kannst du dir vorstellen? Mensch, was könnten wir da machen? Da haben wir ein Thema, eins meiner Schwerpunktthemen ist ja auch Stressmanagement und Burnout-Prophylaxe. Da habe ich auch eine Ausbildung zur Fachberaterin gemacht für die Themen. Das integriere ich alles. Und so kann ich mir viele verschiedene Themen vorstellen, wo ich sage, Kooperationen, herzlich willkommen, bin ich total offen für. Ja, und da entstehen ja auch immer wieder neue Dinge draus. Ja. Ja. Absolut, absolut. Wichtig ist, dass wir immer alle schön brav weitergehen. Unbedingt. Ich bin dabei. Niemals aufhören. So sieht das aus. Ihr Lieben da draußen, ich bedanke mich bei dir, liebe Manuela. Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Vielen Dank, dass du uns erzählt hast, wie du arbeitest. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich einfach, was so jetzt passiert und inwieweit das wie auch immer wachsen wird. Und ich freue mich, wenn ich mal Zeit finde, zu dir zu kommen und einfach mal live dabei zu sein. Das ist toll, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Liebe Regina, danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche mir, dass die Botschaft, was mit den Pferden möglich ist, einfach auch so in die Welt hinausgetragen wird. Das ist meine große Vision. Und du hast mir da jetzt eine riesen tolle Chance gegeben. Dafür vielen, vielen Dank. Euch allen viel Spaß, viel Freude. Wenn Fragen sind, anrufen. Genau, alles klar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.